Jo, herzlich willkommen hier zur Folge 9 von mir, dem Dan und der Reaction auf Tabor mit Florentin Will, Gunnar Krupp, Mara, Daniels, Miriam, weiß ich nicht, und dem Hauke Gerdes. Ja, ich möchte euch an dieser Stelle direkt am Anfang einladen, weil sonst vergesse ich das während dem Let's Play. Ganz am Ende dieser Folge hier verlinke ich ja immer Videovorschläge. Dieses Mal habe ich wieder zwei Let's Plays für euch ausgesucht, die auf meinem Kanal erschienen sind, in denen ihr meine oder unsere Runden erleben könnt, wo ich als Spieler dabei bin. Und da habe ich als erstes für euch das eins der ersten Let's Plays, die ich aufgenommen habe auf meinem Kanal, Das Herz einer Prinzessin. Das ist ein Midgard-Let's Play, mein Lieblings-Fantasy-Rollenspiel, ähnlich wie Dungeons and Dragons und DSA, nur mit we et etwas weniger Fantasy und dafür mehr Historie. Das Herz einer Prinzessin. Und indem wir ein Indiana Jones-artiges Abenteuer in der Welt von Tausend und einer Nacht erleben. Und das zweite Let's Play, was ich euch verlinken werde, ist das aktuelle, was jetzt zu diesem Zeitpunkt läuft, weswegen ich auch diesen Bart habe. Deadlands, das ist, also Deadlands heißt das System für Savage Worlds, oder es ist ein Horror-Western-Szenario, in dem wir uns um geheimnisvolle Morde kümmern, die nahe einer Farm passieren. Irgendwo in, es war einmal in Missouri, heißt das, Horror-Western. Und ich spiele da einen sehr, sehr schillernden Charakter. Es ist fantastisch. So, dann würde ich sagen, schauen wir rein. Ja, jetzt hier der große Abschluss ta mit Tabor. Es gibt, glaube ich, ein Was-wäre-wenn in einem Moin Moin. Werden wir dann sehen, ob wir das auch noch hinten nachschieben. Aber jetzt erstmal der Kampf. Die Gruppe hier ist, nachdem Hauke massiv aufs Maul bekommen hat von einem Vierarmigen, jetzt in einer Höhle angekommen, in der so Zauberschüler sind mit so einer grünen Robe an. Fuchstreu wurde paralysiert. Hortensia hat drei von den vier paralysiert und Hauke dreht wieder durch und versucht da drin einen Kampf um Zaum zu schlagen und fängt jetzt an, da auf die letzte Verbliebene einzuprügeln. Jetzt gehen wir in die Crunch Time. Jetzt kommt das große Finale von Tabor. Was steckt hinter diesem Signal, was sie suchen mussten? Und was steckt hinter allem? Und werden sie es erreichen, das Ziel, wo sie der magische Aal hingeführt hat? Oder werden sie versagen? Einen Blitz in den Mund. Nee, hey, sie schießt einen Blitz auf dich. Wie, ach, sie ist vor mir dran quasi? Ja, sie hat mehr Initiative. Dann bin ich tot. Was? Nein. Was? Ja, hier trifft immer alles. Also, die haben noch nie verfehlt. Sie hat ein. Nein! Die haben noch nie verfehlt, lieben Ton. Sie hat einen Blitz auf W8. Also würfelt sie 4 oder höher. Sie trifft. Zahlt keine Mana-Kosten und macht wie viel Schaden? 7. Dann lebst doch. Mit einem Punkt. Oh ja. Gott! Also, sie hebt die Finger auf dich, schießt einen Blitz zu, trifft dich direkt in der Brust. Es tut unglaublich weh. Gut, da muss ich das revidieren. In der letzten Folge habe ich gesagt, er hat nur noch einen Lebenspunkt. Er sagte auch, er hätte 10. Und hat dann 9 Schaden bekommen. Gut, aber er hat es massiv Schaden bekommen. Jetzt bekommt er 7 Schaden und ist nur noch auf einen Punkt. Jetzt wird's kritisch, Hauke, jetzt wird's kritisch. Dein ganzer Körper zuckt, deine Muskeln spannen an und du bist wirklich schwer verletzt. Ja, ich fall um. Alles klar, du fällst um, du fällst zu Boden. Ein okay, ich hätte du bist dran. Auf Gewand du hast gerade gesehen, wie eine wildfremde Person ja plötzlich Bombastus niedergestreckt so, hat halt in einem Blitz. Gott, ich stürze mich haben auf sie, halte sie auf den Boden, die Hände auf den Rücken halte okay, ich ihr. Langsam, du rennst erstmal auf sie zu, du bist noch nicht in der Nähe. Nutzlos. Du rennst auf sie zu. Ja, okay. Okay. Fuchstreu, du bist dran. Ivy sprintet auf die Rothaarige zu. Ich bin paralysiert. Gut, alles klar. Also Bombastus, du bist dran. Du liegst auf dem Boden. Bleib liegen. Gut, alles klar. Hortensia, du bist dran. Du hast gerade gesehen, wie Bombastus ja aus den Latschen geballert wurde. Du gehst davon aus, dass er tot ist. Samson, die Situation schon in Schmetter der rothaarigen Fotze. Ey, oh, Alter, das Wort sage ich nicht mal zu Hause. Sonntag auf. Also bitte. Fotze ist das altdeutsche Wort für ey, Mund. Ey, hör auf, das nochmal zu sagen. Mund. Okay, ja, und was? Knüppel die an die Wand. Alles klar, du siehst, wie sich Samsons Augenbrauen verformen und er sagt, ja, Herren, und stapft los. Okay, gut. Samson ist auch als erstes dran und stapft auf die Rothaarige zu. Gut. Okay. Sie ist dran und sie rennt weg. Sie rennt in die Höhle rein. Sie tritt mir an den Kopf und ich bin tot. Sie rennt in die Höhle rein.
Du bist dran. Ja, ich krieg sie. Okay, wirf mal Körper, wirf mal Gewandtheit. 4. Alles klar. Gut, du holst sie ein. Und ja, kannst ich das machen. Ich tackle sie zu Boden. Alles klar. Und mache ihr die Hände so hinter den Rücken. Okay. Und dann klatsche ich hier so einen. Würfel erstmal an. Eins nochmal. Okay. Sie umzuhauen ist erstmal eine Aktion. Kampf? Oder ja. Was? Kampf. Nee, das ist Stärke. Stärke. Warte. 2. Alles klar. Gut. Also, du packst sie an, aber du kriegst sie nicht zu Boden. Fuchstreu, du bist paralysiert. Tut mir leid. Bombastus? Ich bleib liegen. Okay. Alles klar. Ich wollte ihn ein bisschen beiseite, du bist dran. Ich will von Samson runter und die versuchen zu fesseln, die beiden, die paralysiert sind. Okay, alles klar. Gut, Samson greift an. Samson mit W10 hast du was? Schließt auf. Ja, du darfst Schaden machen. W8 plus 4. Ich stirb doch jetzt. Ja. Die hat W8, mich auch fast getötet. W8. Warum spielt das eigentlich keine Rolle? Die hat in Kauf genommen, mich zu töten und trotzdem schützen wir ihr Leben. Alles klar. Ich verstehe das nicht. Also, die Logik in dieser Gruppe. Neben dir erscheint plötzlich ein Golem und fleckt auf ihren Rücken drauf. Und du hörst Knacken. Und sie zuckt zusammen. Hallo, ich bin. Okay, sie. Ein bisschen. Ja, sie versucht sich zu wehren. Alles, was mich töten will, wollt ihr am Leben halten. Sie kann sich wehren gegen dich. Wir sind so pazifistisch gegenüber Dingen, die offensichtlich nicht umbringen wollen. Du hast sie gepackt, von hinten kam der Golem, schlägt auf sie ein und sie kann sich nicht in deinem Griff lösen. Ja, ich tackle sie, also sie soll auf den Boden fliegen, sie soll auf den Bauch fliegen. Gut. Ich will die Hände hinter dem Rücken hier haben. Stärke. Ja, eins nach dem anderen. Du musst sie erstmal auf den Boden kriegen. Okay. 3. Okay, gut. Schaffst du nicht. Sie ist stärker. Oh Mann, ey. Sie ist stärker als du. Und sie zappelt und okay. Ist der Cracker im Rucksack. Hauke, bist du erstmal raus. Du machst weiterhin nichts. Naja, kommt drauf an, wenn einer sehr nah bei mir liegt, dann, ja, wenn die jetzt gleich aufstehen und mich umbringen, ist auch nicht so geil. Also, du hörst Gerufe hin und her und Gerangel. Kann ich mich bewegen überhaupt noch? Ja, klar. Also, raus. Du bist wirklich verletzt, aber du kannst dich noch bewegen. Du bist noch bei Bewusstsein. Ja, dann ich würde rausgehen oder ihr helfen. Okay, du entfernst dich vom Kampf. Ich würde ihr helfen, die zu fesseln. Das würde ich noch machen. Also du gehst zu den beiden Paralysierten. Die sind am Eingang. Also ja, aber die wachen dann auch und bringen mich um. Du verlässt den Kampfplatz. Ich habe meine Lektion jetzt gelernt. Samson ist dran, würfel mal bitte. W8 plus 4. Aber den Schaden hatten wir eben schon. Er ist wieder dran. Achso, nee, aber er soll nicht nochmal drauf gehen. Er soll sich festhalten und auf den Boden gehen. Stimmt, sorry. Okay, das ist jetzt eine Aussage, wo ich denke, okay, alles, was jetzt die ganze Zeit mit dem Vierarmigen und jetzt auch hier mit dem Kampf war, könnte noch starkes, sehr, sehr extremes, nerviges, brutales Charakterspiel gewesen sein, dass er sagt, okay, er legt Bombastus so aus, weil er ja jetzt sagt, ja, ich habe meine Lektion gelernt, jetzt wo er auf einen Lebenspunkt ist, ist halt die Frage. Das wäre halt jetzt mal schön zu sehen, in der nächsten Tabor-Runde ist Hauke nicht dabei, aber es wäre sehr schön zu sehen, ob Hauke es hinkriegt, diese Figur weiterzuentwickeln, so auf diese Position, dass sie sich wirklich verändert dadurch. Also, dass er ruhiger wird, dass er zurückhaltender wird, dass er vielleicht auch merkt, okay, ich kann nicht mehr so agieren, ich muss auch den anderen ihren Raum lassen und so weiter. Dann wäre es eine schöne Charakterentwicklung und das darf man auch nicht vergessen, Figuren können sich verändern. Ihr seht hier oft bei Rocket Beans immer nur eine Runde, einen One-Shot, der über jetzt also so zwei Abende geht oder so und dann ist das abgeschlossen, die Figuren sieht man nie wieder. Und wenn, dann sieht man sie in 5 Jahren wieder, dann, wenn der nächste Teil kommt oder sowas, ja, und ja, dann haben die meistens irgendwie so eine Komplettveränderung, sind eine ganz andere Figur oder sowas. Aber normalerweise verändern sich Figuren realistisch. Das heißt, wenn sie irgendwas Krasses erlebt haben, können sie sich auch im Let's Play schon verändern und sagen, ey, ich bin jetzt jemand anderes. Genau wie Gunnar, der das ja hier schon eindrucksvoll bewiesen hat. Der hat seine Figur hier in diesen paar Stunden Let's Play schon entwickelt. Ja, von dem kompletten Lappen bis hin zu jemandem, der halt auch mal Verantwortung übernimmt, vielleicht jetzt nicht die schlauesten Entscheidungen trifft, aber der jetzt ja, Dinge getan hat. Also er hat sich besser entwickelt und ist ein realistischerer Charakter als dieser übertriebene Haut drauf vom Hauke. Ne?
Sorry, du warst dran, ja. Aber wenn ich dran bin, dann würde ich jetzt fesseln, je nachdem, wer dran ist. Du bist dran, er ist direkt danach dran. Okay, Samson, halt sie fest auf den Boden, alles ohne klar. sie zu töten. Gut, Samson, wirf, dann würfel mal Stärke, wir 10. Nee, das ist W8, das ist ja, du willst den hier, zu Samson. Oh Gott, ich kann nicht mehr. 9. Okay, alles klar. Er packt sie und drückt sie auf den Boden, sie ist fixiert. Sie wehrt sich nicht mehr. Und schreit, bitte tötet mich nicht, bitte tötet mich nicht. Mach ich. Du doch. Bist auf sie und drückst sie auf den Boden. Du bist ich bin jetzt da. Ich klatsche ihr ins Gesicht. Ihr klaut unsere Quest nicht. So klatsche ich ihr ins Gesicht. Alles klar. Hat dein Freund umgebracht? Erste Sorge, ihr klaut nicht unsere Quest. Dass das schon mal klar ist. Das ist das Erste. Okay. Das Nächste kommt gleich. Gut, du bist dran. Ich fessel die beiden mit meinen Gürteln. Ja, okay, gut. Alles klar. Samson ist nochmal dran, hält sie weiter fest. Mach kurz okay. das Wasser wieder vor. Also. Warte, Sekunde. Alles klar. Gut, warte mal. Würfel mal bitte ein W6, einfach. 5. Alles klar. Gut, die Person, die du gerade fesselst, wird lebendig. Das ist schon gut. Also kann sich bewegen. Kann sich bewegen. Ist erstmal, weiß nicht wohin, du packst sie. Erstmal fest. Gut, also, dann würfel mal bitte Stärke, wenn du sie fixieren möchtest. Mhm. Okay, mit allem, was der Gürtel hat. 1. Alles klar. Gut, die Person kann sich befreien, dreht sich um und schaut dir ins Gesicht. Es ist ein junger Mann mit kurzen schwarzen Haaren, mit einem bandagierten Arm, der einfach nur sich auf den Boden windet und dich angsterfüllt anschaut. Ruhig, ruhig, wenn du nichts Schlimmes machst, tue ich dir nichts. Alles klar, du sitzt weiterhin auf der Jungfrau. Ich drücke so ihren Kopf in den Dreck und frage, was macht ihr hier? Okay, gut. Sie schreit erstmal panisch um Hilfe, weil ein riesiger Koloss auf ihr steht. Ja, Fuchsteu, du bist und auch der Golem. Tut mir leid. Du bist dran. Hauke? Ich bin schon draußen, oder? Alles klar. Gut. Nee, ich frag. Ja, wenn du nichts weitermachen möchtest, du bist jetzt entfernt und in Sicherheit erstmal. Okay. Keine akute Gefahr. Ich will in Sicherheit gehen. Mach ein Nickerchen. Alles klar. Gut. Nee, ich gehe in Sicherheit. Also, die beiden, die mittlerweile sich bewegen können, haben aufgegeben. Wollen nicht weiterkämpfen. Okay, ich würde sie trotzdem gerne vorsichtshalber fesseln. Okay, also der lässt sich erstmal nicht an dich dran. Der ist, der hat sich Angst gefunden, würde wegzucken erstmal von dir. Also, möchtest ihn gewaltsam packen. Nein. Dann, wenn er so reagiert, dann so. Okay. Wer seid ihr und was macht ihr hier und warum habt ihr ihn angegriffen? Und zeige auf unsere Salzsäule. Wir sind aus Myrapola. Wir sind hier auf einem Auftrag. Wer seid ihr denn? Bitte tötet uns nicht. Wer seid ihr denn? Wie mein Kommilitone eben ganz klar gesagt hat, sind wir aus Tabor. Woraufhin die Rothaarige da unserem Kollegen einen Blitz zwischen die Augen gedrückt hat. Es tut mir leid, bitte bewertet mich nicht nach meinen Gruppenkollegen. Ich bin ganz anders. Wir können reden über alles, was ihr möchtet. Bitte, mein Arm. Ich würde mich trotzdem besser fühlen, wenn ich euch erst fessel und dann mit euch rede. Oh, bitte, mein Arm, ich habe solche Schmerzen. Lass uns doch erstmal reden. Und die Rothaarige mittlerweile auch. Ja, bitte! Wir tun euch doch nichts! Mhm, denn zaubern kann ja niemand. Mhm. Wenn man die Arme nicht hält. Wir tun euch nichts! Mittlerweile ist die dritte Person, kann sich auch wieder bewegen und schaut euch auch panisch an. Macht aber erstmal nichts. Es ist auch eine junge Frau. Okay, dann nehmen wir alle die Hände runter. Außer du. Warum seid ihr hier? Wir wurden hierher geschickt, eine magische Frequenz zu suchen. Von wem? Von unserem Rektor. Von eurem Rektor in Person? Ja. Hm. Und wie habt ihr die magische Frequenz gefunden? Er greift zu seiner Tasche. Lasst es mich euch zeigen. Langsam. Ich heb meine Hand, wie er das uns immer tut. Mhm. Ja. Dreht sich zu dir. Er hat an seiner Seite einen Holzrahmen. Okay. Ich bin die Einzige, die paralysieren kann. Ich gehe mal hin und nehme den ab. Ein magisches Artefakt, mit dem man Magieströmungen sehen kann. Habt ihr sowas nicht? In Tabor? Ich hoffe, dass Samson den Aal langsam irgendwie hinter seinem Rücken verschwinden lässt. Aber ja. Wie habt ihr den hergefunden? Instinkt. Talent.
aussehen. Okay, langsam, also da, langsam, langsam, eins nach dem anderen erstmal. Kobian Tager, hi. Hortensia Diana Bromberg, freut mich. Und ihr? Ich sitze ja immer noch auf dieser Rothagen da. Okay. Emmy, lass sie mal. Wir reden. Samson, loslassen. Aber ich sitze immer noch auf ihr. Die Rothaarige. Oh, danke. Du hast Zeit. Aber ich habe sie immer noch so. Ich hab die Hände okay, von okay, ihr. Gut. Mhm. Bombastus, du kannst reinkommen, glaube ich. Bestimmt nicht. Was denn ich gehe garantiert nicht rein. Was für ein Name ist denn Bombastus? Ist das euer Hund? Was hat das gehört? Wie weit stehen die von ihr weg? Weil ehrlich gesagt reicht mir jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Er steht direkt neben ihr. Sie haben gerade was übergeben. Er steht direkt neben ihr. Okay, sobald die einen Schritt weggehen, möchte ich es wissen. Dann kriegen die einen Meteoriten. Ich töte sie. Alles klar, ich habe keinen Nerv mehr. Gut. Die haben mich fast getötet. Ihr freundet euch mit denen an. Nein, wir wollen nur Informationen haben. Du kannst sie bewegen. Ja, das gehört. So. Dann sag doch mal, habt ihr die Frequenz denn schon gefunden? Ja, natürlich. Und was habt ihr geborgen? Wo ist das? Das möchten wir einmal sehen. Der Bergungsversuch war gerade im Gange. Mhm. Und wie sieht es da unten aus? Er deutet dir in die Höhle. Ich gehe voraus in die Höhle. Oh Gott. Du schaust in die Höhle, du siehst viele Steine und viel Gerümpel. Und du kannst erkennen, dass sozusagen eine Steinmauer aus losen Steinen durchbrochen wurde. Da ist ein Loch in der Mitte. Kann ich da runterklettern? Oder hinklettern? Ja, du kannst hinklettern. Moment, stopp. Ja? Wir haben das freigelegt. Das ist unsere Ausgrabungsstätte. Und wir haben euch bezwungen. Wir könnten auch zusammenarbeiten, denn ich habe eine Information, die eventuell auch für euch interessant ist. Lasst Emmy los. Ich hole meine Pillen, meine Allergiepillen heraus und zeige ihm die. Ich habe Schmerztabletten dabei. Hm. Möchtest du vielleicht eine? Nein, danke. Lasst Emmy los. Die verarschen es doch. Wieso sollten wir das denn machen? Das haben wir ja nichts von. Wenn ihr reden wollt, können wir reden. Wir reden doch gerade. Dann reden wir auch. Ja, aber wir müssen doch... Nicht so. Ist das eine Drohung? Ja. Wie, nicht so? Wir können auch einfach die Sachen da rausholen und euch einfach hier lassen. Sie hat gerade vorgeschlagen, dass wir zusammenarbeiten. Wenn wir zusammenarbeiten, dann arbeiten wir zusammen. Dann lass mich doch das da holen und dann gehen wir hier raus. Höre ich die Unterhaltung eigentlich? Ja, du hörst das. Also bin ich der Einzige, der ein bisschen Verstand hat. Also du bist ganz nett auf die zugekommen, die haben dich sofort paralysiert. Die sind nicht freundlich, auch wenn die jetzt so tun. Die sind nicht nett. Was soll ich denn machen, wenn er auf mich zurennt? Er hat nicht gerannt. Er hat einfach nur gesagt, ich wollte euch helfen. Die haben mich fast getötet, die sind nicht nett. Egal, was ihr gerade tut, die sind nicht nett. Vielleicht der Überreaktion. Möchtest du sagen, dass wenn man spontan auf jemanden einen Blitz zaubert, man absolut kein netter Mensch ist? Ja. Gut. Und du findest, solche Personen verdienen keine zweite Chance? Habt ihr... Ich frag nur. Ich geh weg von der Höhle. Wie laufen eure Ausgrabungen? Ich fühle mich der Gruppe nicht mehr zugehörig. Wie laufen denn eure Ausgrabungen gerade? Wo hakt's denn? Sie laufen ausgezeichnet. Wo hakt's denn? Warum hast du dich denn verletzt? Ja, vielleicht war unsere Magie etwas zu potent für dieses kleine Hindernis. Und so ist ein... Ein Teil des Gerölls mir gegen den Arm. Dass eure Zauberschule hat auch nicht den besten Ruf. Ja, außer was Ala angeht. Das war kein Witz, ernsthaft? Was sind denn so bitte eure Werte, die ihr vertretet hier? Entschuldigung, Myrapola hat in den letzten 10 Jahren bahnbrechende, erforschende Ergebnisse auf dem Bereich der Hellsichtmagie vorangebracht. Ich habe noch eine Frage an euch. Habt ihr diese Aufgabe bekommen, weil ihr sonst von der Schule geflogen wärt? Das ist die richtige Frage. Hier wird gesprochen, hier wird Rollenspiel gemacht, Informationen vergeben und nicht so ein Bullshit. Die bringen euch alle um. Hauke. Gut, also, das ist ein Geniestreich. Zack, er hat es richtig erkannt. Naja, ein Geniestreich ist es nicht. Er hat einfach 1 und 1 zusammengezählt. Aber er geht auf die Situation ein und versucht jetzt halt hier verbal was zu machen. Finde ich super.
Ich glaube, das sagt alles. Gut möglich. Okay. Keine weiteren Fragen. Was machen die denn mit uns? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Sind euch hier auf der Insel noch andere Lebewesen aufgefallen? Außer Krabben, Möwen und ja, ich weiß. Wir haben ein paar Fallen gefunden, aber ansonsten nicht mehr viel. Wir haben uns auch voll an den Fallen vorbei sind da nicht reingefallen. Schaut auf deine pechschwarzen Schuhe. Kann mich überhaupt nicht mehr sehen. Also, du hast doch voll mit denen geredet. Ich habe gesagt, ich geh weg danach. Ich habe gesagt, okay. Ich geh weg von der Höhle. Ich will nicht mehr gemobbt werden und nicht mehr provoziert werden. Ich werde nicht sterben jetzt, Florentin. Nein. Okay, also haben wir momentan die Wahl, entweder mit euch zusammen... Könnt ihr bitte von mir runtergehen? Wir tun euch nichts. Darfst du deine Hände weiterhin festhalten, weil du hast immerhin einen Angriffszauber auf einen von uns geschleudert. Der auf mich zugerannt kam. Nachdem du einen Kollegen... einfach in Eis verwandelt hast. Den Chef der Gruppe. Als Verteidigungsmaßnahme. Weil er euch helfen wollte. So haben wir es gelernt. Ja, wo ist denn das Problem? Da kann ich doch weiter die Hände festhalten. So haben wir es gelernt. Ich geh jetzt da rein und hol die Sachen. Und ihr bleibt schön hier. Eure Gruppe. Okay, Fuchstreu. Es ist total nett, dass du das hier versuchst zu regeln. Aber ich glaube, so kommen wir nicht ganz weit. Bombastus! Hör ich das? Ja. Wir gehen jetzt in die Höhle rein. Ich gehe nicht in die Höhle rein. Warum nicht? Weil ich so gut wie tot bin. Das sieht er mir auch an, oder? Ich bin völlig am Ende. Ja. Also ich bin ein Wrack. Ich bin völlig hinüber. Ich kann kaum noch laufen. Woran lag das? An dem Blitz. Also er kommt nicht zurück. Was machst du? Ach, du kommst nicht? Nee, er kommt nicht. Komm nicht. Wir machen das so. Wir schicken einen von euch und einen von uns, die zusammen dahin gehen. Und zwar Emmy und ich. Wieso nicht den größten Magier in der Gruppe? Der muss den Rückzug sichern. Ich bin verletzt. Einverstanden. Gut. Und die anderen, ihr geht jetzt in die Ecke da. Geh von mir runter. Ja, mach ich. Junge Frau, die gut zwei Köpfe größer ist als du, steht so, auf. So, das ist jetzt eine Info. Die wollte ich vorher haben. Na gut. Und knackt sich. Ich kletter über den Eingang. Also ist aber sehr, sehr stark. Kann ich über den Eingang der Höhle gehen? Also über diesen Eingang und bin ich dafür zu angeschlagen? Also du kannst das gerne probieren, aber ne, dir ist schon klar, dass wenn du einmal abrutscht... Das meine ich, ist das Klettern oder kann ich da hochlaufen? Ja, also das erste Stück geht noch, aber irgendwann wird es dann schwieriger. Ich setz mich da einfach hin. Okay, also sie knackt sich und dann... Kanntest du die anderen schon vorher, mit denen du hierher gekommen bist? Guten Tag erstmal. Hi. Hallo. Emmy Rodello. Ivy Istari. Freude. Mhm. Gut. Meine Frage ist immer noch offen. Wenn ich sie, ehrlich gesagt, gerne lieber nicht kennen würde, ja, ich kenne sie. Dasselbe ist bei mir der Fall. Na dann. Hängen wir es hinter uns? Ja, lass uns vor uns gehen. Nach Ihnen? Nee. Typisch Tabor. Also, sie geht voran. Okay, ich gehe auch mit. Also, ihr seht, wie die beiden Damen in die Höhle gehen. Treu. Also, ich würde das gerne, dass nur er das hört. Wollen wir denen sagen, dass ein Vierarmiger mindestens und vielleicht noch mehr hier auf der Insel sind? Nee, ich habe gelernt, dass man manchmal auch lügen muss. Ja, das Problem ist aber, dass diese Höhle scheinbar nur einen Eingang hat und das auch unser Ausgang sein könnte. Und wenn hier eine Horde Vierarmiger ist, kommen wir hier nicht mehr weg. Ja, das ist halt genau das Ding. Wenn wir uns erinnern, was am Anfang von Tabor passiert ist. Fuchstreu hat niemals gelogen, weil er immer Angst hatte vor den Konsequenzen. Und er hat das jetzt gelernt in dem Abenteuer, dass man es manchmal auch tun muss. Er hat eine steile Lernkurve hingelegt. Andere nicht so. Wir kommen wieder. Was ist denn jetzt das Problem? Naja, wir sind doch hier sicher. Ja? Bombastus ist draußen und hält Wache. Du, der sah nicht so aus, als ob der noch richtig aufpassen kann. Der passt immer gut auf. Wir sind ja Freunde. Also, die beiden Damen betreten die Höhle und... Passt nicht gut auf. Was passiert danach? Fahren wir gleich nach der Werbung. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück bei Tabor. Wir sind kurz davor, wie Ivy und eine Schülerin der Magierakademie Myrapola die Höhle betreten, in die sie der Aal ihr ganzes Abenteuer schon geleitet hat. Ihr tretet also in die Höhle zu und ihr seht tatsächlich eine Felswand, in die ein Loch geschossen wurde. Du weißt nicht wie. Emmy fängt an zu klettern und durch das Loch zu klettern. Ja, ich auch. Alles klar, du kletterst hinterher. Ihr seid vor der Höhle und wartet erstmal. Ich bin draußen. Achso, ich würde schon da zu diesen Steinen gehen, wo die da reingehen. Mhm. In Rufweite, falls was ist. Alles unterhaltet klar. Euch doch mit dem bitte. Du gehst an den Eingang der Höhle. Alles klar. Also, sie klettert voraus und du kletterst hinterher. Mhm. Und ihr kommt in einen abgeschlossenen Raum. Abgeschlossenen Höhlenraum. Schaut euch ein bisschen um. Und ihr erkennt in der Mitte des Raumes, wie durch einen Lichtschein durch das Loch in der Mauer ein Lichtkegel fällt auf einen Schuh. Gut, das kannst du. Also den Aal habe ich nicht dabei, ne? Oder? Nein. Und sie hat auch nicht ihr kleines Brettchen dabei. Hast du auch so ein Brettchen, was so magische Frequenzen sehen kann? Magische Frequenzen sehen, das ist ja wirklich ein unüberwindbares Problem für einen Magierstudenten. Das Magie erkennen, sowas. Tatsächlich. Das ist ja. Ich grinse immer so, wenn sie das macht. Die Frequenz endet in diesem Schuh. Gut. Hast du Ähnliches schon mal gesehen? Magische Schuhe? Ach, natürlich. Magische Frequenzen sind mehr oder weniger überall bekannt, wenn man weiß, wie man danach suchen kann. Aber das ist schon ungewöhnlich. Es scheint jetzt erstmal keine potente Energiequelle zu sein. Sie geht so ein bisschen außen rum, schaut sich den Schuh an. Das war's? Ein Schuh? Nun, ich habe den Eindruck, dass es möglicherweise ein Test sein könnte. Denn als wir losgeschickt wurden, war auch ein Schuh im Einsatz. Erzählt mir mehr von einem Schuh. Mein Kopf tut weh. Ihr habt dafür gemordet. Okay. Das war eine ganz seltsame Situation. Also wir vier. Ja, das muss man ja nochmal hier ausdiskutieren. Miriam hat es jetzt gerade gesagt. Ich habe dafür gemordet. Das ist gutes Rollenspiel. Sie hat das noch auf dem Schirm, wie krass diese Aktionen waren, was sie da erlebt haben in der Stadt und das sind Leute gestorben. Der Wal hat da die halbe Stadt demoliert und so weiter. Jetzt sind sie hier und jetzt ist das. Ist das wohl ein Witz oder sowas? Also was es ist, möchte ich jetzt noch nicht sagen, genau, aber ihr wisst es wahrscheinlich schon, ihr könnt es euch denken, aber das ist schon krass, also was sie dafür getan haben und jetzt kommen sie hier an und jetzt ist das so ein Witz oder sowas und das ist halt echt hart. Also nicht jetzt von Florentin Will oder so, ich finde es halt, das ist ein cooler Twist so, aber für die Figuren ist das halt echt hart. Hier hingekommen sind, wir sollten eigentlich von der Schule fliegen. Mhm. Und dann wurden wir ins Rektorenbüro gerufen und da wurde uns was erzählt von einer magischen Frequenz, die wir suchen sollen und dann würden wir eben nicht von der Schule fliegen. Und der eine musste zum Test irgendwas sagen, da war ein Schuh in der Schublade oder irgendwie so. Genau dasselbe haben sie uns auch erzählt. Auch das mit die Schuhnummer? Nein, ohne die Schuhnummer. Na gut, ihr habt eure Schuhnummer jetzt gerade hier gehabt, in beiden Fällen war ein Schuh im Spiel. So wie ich sehen konnte, ist keine magische Falle involviert. Von daher, sie greift nach dem Schuh. Sie nimmt den Schuh auf. Ja, so einen Schuh kann man überall kaufen. Na dann, Aufgabe erfüllt. Und steckt den Schuh ein. Wir sehen uns. Dreht sich um und geht. Ach, scheiße, ich kann nicht zaubern, wenn ich das behalten muss. Ihr seht, wie die rothaarige Studentin zurückgeklettert kommt. Wie lief es denn? Wir haben Glück. Gut! Lief's gut! Amy Rudello. Jungs, wir haben's! Was habt ihr denn? Ich komme so durch das Loch. Sie hat einen Schuh. Und? Irgendeiner versucht uns hier vollkommen zu verarschen.
Wo ist diese magische Frequenz? Habt ihr die gefunden? Habt ihr das nicht ist der Schuh. Sie geht von hier aus. Sie holt den Schuh raus. Das ist die Quelle der magischen Frequenz. Das ist genau der zweite Schuh zu dem anderen Schuh, den wir am Anfang in dem Tisch hatten. Ist das so? Kommt uns der bekannt vor? Ist das der gleiche? Nein. Es sieht ähnlich aus, ja. Aber du bist jetzt Ich nehme mal deren komisches Gelöt und guck mir das an. Ist das die Frequenz, die wir gesucht haben? Du nimmst es in die Hand. Hm? Der junge Mann sagt, nimm's dir und andersrum. Was macht denn der Aal, wenn er das und, sieht? Als du es so in der Hand hast, siehst du ein perfektes Bild der magischen Strömungen. So gut hast du es selber noch nie gesehen. Du siehst die kleinsten Details, wow, das die Ding feinsten ist magischen Hammer. Fäden. Das ist wirklich beeindruckend. Das habt ihr einfach so bekommen. Ich gehe mal näher an den Schuh ran. Das sieht absolut großartig aus. Du siehst, wie von diesem Schuh eine magische Frequenz pulsiert. Guck dir das mal an. Ich versuche ihn so anzurempeln. Guck mal. Siehst du? Und dann versuche ich den Schuh wegzunehmen. Der den Schuh hält ihn dir hin. Geht unser Aal auch darauf? Ich würde den mal gerne greifen. Ja, der Aal zappelt wie wild. Ich greife diesen Schuh. Wow. Ich will ihn nur an. Boah, spannend. Darf ich den Schuh einmal sehen? Moment. Wir haben den Schuh als erstes gefunden. Wir haben euch nicht getötet. Wir hätten euch auch töten können und den Schuh behalten. Sekunde. Sie geht einen Schritt zurück mit dem Schuh in der Hand. Fuchstreu. Das ist nicht so klug eine Verhandlung, das Leute, Töten nochmal zu Ihr könnt ihn gerne anschauen. Ich gucke ihn mir einmal an. Leute, ich möchte ihn einmal angucken. Ach Gott. Könnt ihr gerne das sind anschauen. Doch offenbar die da oben, die uns hier irgendwie gebrauchen für ihre kranken Machtspiele. Damit nicht weg. Das ist irgendein krankes Machtspiel hier von den Schlipsträgern da oben. Indianer-Ehrenwort. Ja, Loyalität, Ehrlichkeit. Was meinst du? Ja, die schicken uns hier von zwei Universitäten genau dieselbe Konstellation. Vier Leute, die eigentlich von der Schule fliegen sollen, schicken hier hin, um den Schuh zu finden. Hallo, das ist ja wohl der Prank des Jahrhunderts. Und wir setzen unser Leben aufs Spiel, um hier so einen Schuh zu finden. Die wollen doch offenbar, vielleicht haben sie irgendwie sich einen Spaß draus gemacht, wessen vier beschissenste Schüler den Schuh zuerst finden. Es ist denen offenbar vollkommen egal, ob wir hier sterben oder nicht. Das ist doch bestimmt... Dieses Sterben, was meinst du? Ja, hier auf der Insel gibt es auch Vierarmige. Wir wären fast umgekommen eben. Wir mussten auch jemanden zurücklassen. Wart ihr zu fünft? Alle schauen betrübt am Boden. Wir sind nur drei. Es sind nur drei. Ach so. Schon am Festland, als wir aufgebrochen sind. Warum? Wie geht's eurem Hafen so? Sah schon mal besser aus. Kann ich den Schuh einmal sehen? Voll die Traum. Sie wirft ihn vor dich. Allein, dass es ein Schuh ist, das ist schon eine Frechheit. Schuh aus und zieh den Schuh an. Das ist eine coole Nummer. Natürlich, sie wollte, also Florentin Will, hat ja die Figur gespielt, diese rothaarige Magierin. Sie wollte natürlich den Schuh für sich haben. Als die Figuren jetzt gesagt haben, ey, das ist ein krankes Spiel, die wollen uns hier gegeneinander auslosen und so weiter, entscheidet jetzt diese Figur, die eigentlich darauf angelegt hat, ihr müsst mir den Schuh abnehmen, entscheidet dann um und sagt, ja, hier könnt ihr ihn haben, weil das mache ich nicht mit, so ein Spiel mache ich nicht mit. Also das war genau der richtige Weg, um diese Situation zu lösen, zu sagen, ja, hier, das ist ein krankes Spiel und niemand hat da irgendwas von. Und das hat die Nichtspielerfigur jetzt gerade eingesehen. Das ist eigentlich ein cooles Ding. Ja, also ja, so sollte Rollenspiel sein. Sie hätten einen Goldbarren oder irgendwas Geiles hier haben können. Und tun da so einen ekelhaften, stinkenden Schuh hin? Die wollen es doch verarschen. Und dann kommen wir wieder und dann wird uns die Fähigkeit ausgebrannt oder irgend sowas. Moment, du hast gesagt vier? Ihr seid zu vier? Ja. Schaut sie um. Ja, der eine, den hast du doch eben fast getötet. Wo ist der denn? Der leckt wahrscheinlich seine Wunden. Ich sage, wenn wir zurückgehen, egal ob ihr zurückgeht mit dem Schuh oder wir... gehen einfach so zurück. Also ich glaube nicht, dass es gut ausgeht für irgendeinen. Könnten den zerschneiden. Ich glaube nicht, dass es für irgendeinen von uns gut ausgeht. Merke ich irgendeinen Unterschied, dass ich den Schuh angezogen habe? Hm. Außer dass der jetzt auf deinen Fuß zeigt. Und jetzt? Sollen wir erstmal in unser Lager gehen und euch verbinden, uns verbinden und gucken, wie wir wieder rauskommen? Also du meinst, es war ein Wettlauf? Ja. Zwischen den beiden Akademien. Alleine, dass es von beiden vier sind. Es sind vier jeweils, die von der Schule fliegen sollten. Diese Schuhgeschichte, wo bei uns auch schon vorher ein Schuh im Spiel war. Also ich finde das vollkommen... Aber wenn es ein Wettlauf ist, dann haben wir gewonnen.
Wir haben gerade den Schuh. Aber ja. Ich finde, wir zerschneiden den Schuh. Jeder bringt eine Hälfte des Schuhs. Ach, das ist doch dumm. Jeder bringt eine Hälfte des Schuhs mit. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich habe mir mal angeschaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass die magische Frequenz an die innere Integrität gebunden ist. Na, selbst in der wenn Regel es, so, wenn man Gegenstände selbst verzaubert. Wenn es ja das wissen wir auch. Wirklich. Selbst wenn es ein Wettlauf ist, ja, und der Schuh wäre... Du hast hier noch Blut. Der Schuh... Du hast auch was. Oh Gott. Okay. Ein dummes Gehirn nämlich. Fuchs 3. Ich wünsche mir echt langsam ihn zurück. Fuchs 3. Selbst wenn es ein Wettlauf wäre und der Schuh wäre der Preis, was ist das denn für eine kranke Geschichte? Schüler auf einen Wettlauf zu schicken, wo dann welche von sterben. Also, um Tabo-Ehre zu machen. Ja, was soll das denn? Was sind das denn für kranke Werte von... Naja, unsere Akademien sind immer im Wettstreit. Das ja, aber dann schickt man doch keine Schüler los, wo dann welche von sterben. Dann sind beide Akademien scheiße. Naja, wir hätten ja nicht sterben müssen. Wir sind ja auch nicht gestorben. Aber ich weiß nicht, ob ihr die Situation versteht. Wenn wir mit leeren Händen zurückkommen, dann ist es aus. Okay, ich habe einen Vorschlag zu machen. Wir müssen die Abschlussprüfung bestehen. Wir auch. Ja, ich habe einen Vorschlag zu machen. Ja. Wir stellen uns alle gegenseitig gegenüber in eine Reihe und wir machen alle Schnick-Schnack-Schock und die Gewinner, die nehmen den Schuh mit. Ich hab einen... Kommt schon. Leute, ihr wollt doch nicht an der Akademie einen Abschluss machen, die über solche Mittel, die so mit ihren Schülern umgeht. Kommt schon. Dann ist doch das komplette System, da müssen wir doch rebellieren gegen die komplette Gesellschaft und wir werfen alles über den Haufen. Guck mich nicht an bei deiner kommunistischen Rede. Ich möchte Reiskulemanten werden. Also, sehe ich das richtig, dass eine Gruppe von uns durchfällt? Naja, oder wir machen es... Also, ja, du bist sehr gewandt. Ne? Wir können sie einfach nicht zurückkehren. Lass uns doch erstmal... Wir hatten einige Auseinandersetzungen mit dem Reich. Ja, wir auch. Ihr werdet sowieso, wenn ihr zurückkehrt, ob mit Schuh oder ohne, jeder von uns wird ausgebrannt. Ja, was sollen wir dann machen? Wir haben zu viel Scheiße. Was sollen wir dann machen? Ja, wir bleiben hier auf der Insel. Wir bauen hier unseren eigenen Inselstaat auf. Wir dürfen zaubern, wie wir wollen. Wir werden hier, die Vierarmigen werden wir los. Diese Frequenz verrät uns überall. Jeder weiß, dass wir nach dieser Frequenz suchen. Sie kann, ja, die können jeder halbwegs ausgebildete Magier kann sie finden. Die werden wir einfach los. An den Möwe binden und dann wegfliegen lassen. Genau. Die werden wir los. Wir setzen den Aal im Wasser aus. Ich meine, die Hälfte von euch hat sich noch uns vorgestellt. Wie viele Männer und Frauen sind das? Und jetzt stellt ihr euch vor, dass wir zusammen leben? Wie viele Weiben? Wir haben uns doch schon vorgestellt. Ein Zauberwettbewerb. Wo ist der Vierte? Wo ist der Vierte? Der Vierte, der sitzt draußen, der ist fast tot, wirklich. Also, ich hol das ihn war mal. Nicht. Der soll das herkommen. Das war ungeil. Ich hol ihn. Das war ich kein schöner Bombastus. Okay, du suchst nach ihm. Bombastus. Die wollen das. Ja, wir bitte. Müssen uns mal kurz besprechen. Wir gehen zu den anderen. Die drei ziehen sich zurück. Okay, wir sind vor der Moment. Höhle. Wir sind vor der Höhle. Der Schuh bleibt hier. Er ist schon draußen. Moment, stopp. Du! Ja? Komm her, lass den Schuh hier. Den Schuh stellen wir in Sichtweite mit. Von allen. Einverstanden. Okay. Also du stehst in Sichtweite von allen. Wir können uns über alles einigen, aber der bleibt erstmal hier. Also die gehen in die Höhle und die kommen zu mir nach draußen. Also, der Schuh kommt jetzt in die Mitte. Die kommt in die Mitte? Ja. Mhm. Kommt in die Mitte und sie entfernen sich beide in gleichem Maße. Der Schuh, okay. Junge, also... Was machst du's? Allein das gleich Schuh. Eine Mauer hin? Oh Gott, nein! Du machst da eine Mauer hin? Wir schnappen uns den Schuh? Jetzt hör doch auf mit diesem Schuh, das ist doch eine einzige Farbe. Hat doch recht. 5 Minuten Vorsprung. Das stimmt. Aber was ist mit Kompetenz, Loyalität, Vertrauenswürdigkeit und Intelligenz? Darauf die ganze Akademie ist doch der letzte Halleluja, Dreck. Halleluja, der Junge gefällt. Wenn wir zurückkommen, wir werden ausgebrannt, ob mit oder ohne Schuh. Die ganze Akademie ist Schwachsinn. Warum? Ja, guck mal, was das für Werte sind, denen wir da folgen. Sauber machen bei denen. Ich habe gedacht, wir können die alle in der Reihe machen. Okay, wir haben nicht so lange Zeit. Das ist verhältnismäßig unkonstruktiv, was wir gerade tun. Wann wir machen die Mauer. Sauer? Andere Vorschläge, sonst keine Kritik. Wie? Was? Ja. Auch einen Vorschlag, du kannst nie nur seinen Vorschlag kritisieren. Soll ich? Ja, ich würde hier auf der Insel bleiben. Ich würde komplett... Die bleiben nicht mit uns hier auf der Insel. Natürlich. Wir sind mal Vierarmige. Außerdem will ich nicht auf der Insel bleiben. So, wir tun dann ist ein Problem. Ja. Als ob wir wiederkommen, währenddessen machst du die Mauer. Dann lassen wir Samson zurück. Samson, der passt auf. Samson. Ich gehe nicht zu der Akademie zurück. Der verteidigt sie. Wir lassen den in der Wand. Ohne dich kommen wir nicht mal von der Insel runter. Und dann hauen wir ab. Fluchtstreu, unser Fluchtplan. Ist sowieso, wir sind uns nicht mal innerhalb der Gruppe einig. Sie will uns nicht von der Insel runterhelfen.
Wir wären soweit. Okay. Wir noch nicht. Die Rothaarige kommt. Was ist euer Plan? Kommt wieder in die Mitte. Okay, dann gehen wir auch in die Mitte. Ja, was ist euer Plan? Habt ihr euch besprochen? Wie sieht's aus? Nur theoretisch kann man in der Höhle einen Meteor zaubern. du kannst ihn ja momentan dirigieren. Ja. Du hast ja, also du die hast stehen jetzt alle auf einem Haufen, richtig? Emmy, das ist von Bastus Klicks. Wir wollten ihn noch einmal vorstellen. Wie heißt euer dritte Persönchen? Da? Freut mich. Wir haben weniger. Emmy Hodello. Ja, Kovian Taga. Und der dritte? Ibolia Bocek. Also, finden die Idee nicht schlecht. Also wenn Florentin eins kann, dann ist es komische Namen erfinden. Also, und auch wirklich sehr, sehr coole, komische Charaktere. Es gibt da noch das ein oder andere Let's Play, wo man das, wo er auch mal spielt. Ich weiß nicht, ob es viele gibt. Eins oder zwei, und das ist halt echt sehr witzig. Echt? Was, auf der Insel bleiben? Weil wir ausgebrannt werden, wenn das wir ist zurückkommen. Ich frag nur. Ja. Wir werden auf jeden Fall ausgebrannt. Dann bleiben wir auf der vierarmigen verseuchten Insel. Das kann man mit ja den erklären. Leuten, den kleinen okay, Meter wollen wir dann erstmal Richtung unser Lager gehen? Wie seid ihr überhaupt hier? Habt ihr ein Boot oder wie seid ihr gekommen? Ja, wir haben ein Boot. Was? Ich meine. Meteor. Und das Ding ist gegessen. Die Situation spitzt sich ohnehin zu. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Neuigkeiten vom neuesten Konvent mitbekommen habe, aber. Ich weiß nur, dass es dieses Jahr stattfindet. Was? Naja. Die Spannungen zwischen Reich und den Akademien nehmen weiter zu. Das ist, es ist auch einfach ein Drecksladen. Ja? Ich habe einfach Aale gerettet und soll dafür von der Schule fliegen. Was soll man denn dazu noch sagen? Ich habe gar keine Lust mehr zu studieren. Ich will hier auf der Insel bleiben. Manchmal muss man vielleicht auch einfach Mauern bauen. Nieder mit dem Reich! Hier um Dinge zu schreit Kobia. So, dann, ihr könnt gerne, ich schließe mich denen an. So, ihr könnt, wenn ihr Mist machen wollt, ich möchte auf der Insel bleiben. Okay, kannst du dich kurz zu denen rüberstellen, nur symbolisch? Nein, auch bitte, jetzt greift ihr. Aber ich will doch Reichsgolemant werden. Nieder mit den Akademien! Ja, ich bin auch dafür. Wir machen eine riesige Rebellion und wir stürzen alles. So viele gute Leute von uns wurden ausgebrannt wegen irgendwelchen Lappalien von dieser verdammten Inquisition. Ja, sie sind Habuliten. Die werden da an den Akademien, werden sie erniedrigt als Habuliten. Sie müssen da Schulden zahlen. Aber dann wird's wieder, also wie 311, als noch die Magierverfolgung da war und die ganzen Nicht-Magier uns verfolgt und aufgehangen. Und ihr erinnert euch an die Scheiterhaufen, von denen unsere Großeltern erzählt haben, dass ich bin mir nicht sicher, ob das so eine kluge Idee ist, keine Akademien mehr zu haben. Dann brauchst du eine neue Revolution. Ja. Dann gründen wir ein neues Reich. So wie es jetzt ist, kann es doch nicht sein. Es kann doch keine Inquisitoren geben, die da Leute ausbrennen, wie sie meinen. Naja. Wenn man die Fähigkeit hat, dann hat man die Fähigkeit. Und dann kann man sie auch nicht mehr ausbrennen. Wir zerstören den Schuh, dann findet uns niemand. Wir zerstören den Schuh, wir sind die Zukunft. Die Zauberer sind die Zukunft, ja, nicht die normalen Menschen. Ich bleib nicht hier. Ich habe Familie zu Hause. Ich kann nicht hier bleiben. Ich habe hier niemanden. Das ist gutes Charakterspiel. Mara in der letzten Folge noch, habe ich noch gesagt, ja, sie ist ein bisschen schwächer, kann solche Szenen nicht tragen. Jetzt gerade taut sie auf, zeigt, dass sie das kann. Und sie trifft eine klare Entscheidung. Nein, das widerspricht komplett dieser Figur. Ich mache da nicht mit, ich steige aus. Man muss nicht immer Ja sagen und der Gruppe hinterherlaufen. Das macht sie jetzt gerade. Und das ist super. Und das kann man auch in Heimrunden machen, wenn eine Figur nicht mehr zur Gruppe passt. Weil die Gruppe irgendwie reagiert, dann muss man aussteigen und steigt mit einer anderen Figur vielleicht wieder ein. Das finde ich wunderbar, weil das einfach realistisch, ein gewisses realistisches Verhalten von einer Figur ist. Das ist sehr, sehr cool, dass sie das jetzt macht. Wir werden sehen, ob das jetzt die Gruppe zerreißt, ob sie jetzt alle da bleiben oder nicht. Aber es gibt jetzt zwei Lager eigentlich. Bis jetzt nur die Mara will bleiben. Und Fuchstreu sagt ja gerade, ja, ich habe Freunde und auch Miri kommt aus dieser Rolle nicht raus. Sie ist halt super obrigkeitshörig und möchte gerne eine Karriere machen in dieser Golem-Akademie oder Golemantin werden, die oberste Golemantin. Ja, die sind jetzt gerade sehr zerrissen. Und das ist spannender für mich. Ist diese Situation jetzt gerade hier spannender als dieser blöde Kampf mit diesem Vierarmigen, wo Bastos hier klicksen wollte?
Kannst du ja hier eine Familie gründen. Nein, ich gehe. Du bist zurück zu deiner Familie ausgebrannt? Als eine Schande für dich und die ganze Gesellschaft? Ich bin keine Schande mehr. Wir können es ja so machen. Wer gehen will, kann ja gehen. Und ihr könnt ja mal schauen, was ihr dann davon habt. Ihr könnt ja auch den Schuh. Wir geben ihnen einfach den Schuh. Ihr könnt mit dem Schuh dahin gehen und dann könnt ihr mal sehen, was mit euch passiert, wenn ihr mit dem Schuh da aufkreuzt. Okay. Ja. Dann machen wir das so. Nein, der Schuh verrät uns. Sie haben immer noch die Frequenz. Sie werden uns immer finden, wenn wir den Schuh haben. Nein, wir bringen den Schuh einfach weg. Und ja, dann fangen sie euch und foltern euch. Ja, wenn sie das wollen. Und ihr bleibt auf der Insel. Dann verratet ihr uns. Aber nein. Warum sollten wir euch denn verraten? Was sollen die denn mit euch? Ihr könnt doch hier auf der Insel, werdet ihr nicht überleben. Natürlich, werden wir überleben. Ich kann mich in Tiere verwandeln. Ich kann hier alles Mögliche machen, wenn ich wieder Mana habe. Ja. Dafür muss ich einfach nur ein bisschen schlafen. Was sagst du? Sprich dich direkt an. Ich will zurück. Ich wüsste nicht, was hast du zu verlieren? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass wir gehen und ihr bleibt. Aber warum willst du denn nicht? Was willst du denn noch von der Welt? Wieder dazugehören. Ja, als was denn? Du kommst. Als Zauberer. Kannst doch zaubern. Geht so. Er ist nicht so gut. Ich bin schon der beste Zauberer. Tatsächlich wäre das doch gut. Ich meine, ihr habt bereits auf dem Festland jemanden verloren. Wir haben halt jemanden auf der Insel verloren. Wenn du unbedingt frei hier leben möchtest, dann bleib doch hier und leb frei mit deinen Tierfreunden. Und wir nehmen die Laufzeit, ihr Laufzeit. Ich glaube, ich habe es mir anders überlegt. Ich schließe mich doch dem Lager hierbleiben an. Was? Sehr gut. Wie kommt das denn jetzt? Hat schon mehr Sinn. Denkst du wirklich, dass es. Okay. Was? Ich möchte einen Blick in die Zukunft werfen. Ja. Was passiert, wenn ich eine Woche lang hier wohne? Nein, mach doch lieber, wenn du mit dem Schuh zur Akademie zurückgehst. Nee, ich kann nur, ja. Würfel ruhig. Aber was nehme ich denn? Was passiert denn, wenn du allein mit dem Schuh dahin gehst? Zurückgehst. Okay. Ja, das würfel ich. Dein Vater weint. Okay. 10. Vor Freude. Hm? Ja, wahrscheinlich sterbe ich auch. 2. Gelingt nicht. Der Schuh hat so eine zu starke. Es ist halt wirklich so, nach all den Runden, die ich gespielt habe, nach all den Runden, die ich geleitet habe und so weiter. Die Würfel erzählen ihre eigene Geschichte. Und hier ist es jetzt so, dieser Wurf, man weiß es nicht, was passiert. Florentin Will hätte jetzt hier mit dieser Aussage, was jetzt passiert, wenn er zurückkommt, hätte er jetzt komplett die Entscheidung in irgendeine Richtung drehen können. Wenn er zum Beispiel sagt, ja, du wirst auf den Schultern getragen und bejubelt, dann geht er natürlich zurück. Wenn er sagt, ja, du stirbst, dann bleibt er hier. Und so muss es jetzt die Figur alleine schaffen. Also das finde ich halt, die Würfel bauen die beste Spannung auf. Kraft gerade, ich kann es nicht. Wir müssen den Schuh vernichten. Ja. Sonst finden sie uns. Sie hebt ihre Finger. Nein! Jetzt wird's drastisch. Beruhigen wir uns erstmal. Sie senkt ihre Finger. Ich hab Leute. Das für mich spricht nichts dagegen, dass manche von uns die Insel verlassen und andere nicht. Finde ich auch nicht. Ihr werdet, also ihr lauft halt in euer Verderben. Wie stehen wir? Nur, dass man einmal einschätzen kann, was die theoretisch tun könnten. Also, wo sind die? Wo sind wir? Also, ihr steht alle um den Schuh gerade außen rum. Die stehen zu dritt da. Aber die stehen in der Höhle und wir außen. So nee, ihr steht alle vor der Höhle außen rum. Ihr steht alle jetzt mehr oder weniger im Kreis, in so zwei, sag ich mal, Klammern. So, so ein bisschen. Die Figuren sind jetzt egal. Aber ihr steht einfach in der Mitte, ist der Schuh. Und warum steht Fuchstreu bei denen? Also ich meine, ist okay. Ja, Mann, du Quatsch. Selbst im Endeffekt, wenn sie den Schuh nehmen und sie wollen unbedingt zurück in ihr Verderben laufen, dann können sie das ja machen. Es wird bestimmt nicht die letzte Insel gewesen sein in diesem weiten, unbekannten Meer. Es gibt noch viel zu entdecken. Voller Bier, Amiga. Die sind doch nicht überall. Weil, sobald ich ja wieder Mana habe, kann ich ein Adler sein oder so. Ich kann andere Inseln entdecken. Ich kann coolere Lebensräume erschließen. Wenn die unbedingt mit dem Schuh zurückkehren wollen, können sie es gerne tun. Mir gefällt die Idee vom freien Zaubern halt echt gut. Ja. Ich finde Zaubern echt Hammer. Ja. Wir können uns gegenseitig beibringen. Was könnt ihr denn zaubern? Also, da dürfen wir nie zaubern. Die Akademie ist der letzte Schwachsinn. Mir wurde gesagt, ich muss meine Magie verstecken. Wir haben nächste Woche Abschlussprüfung. Danach könnt ihr frei. Und könnt machen, was ihr wollt. Du musst die Horde von Schulden mit der Inquisition im Nacken. Du hast die Schulden, musst du erstmal abbezahlen hier von der Akademie. Schulden dafür, dass man das lernen kann, was man eh schon. Also, das ist sowieso.
Nee. Was sagt ihr? Ihr müsst euch entscheiden. Ich sag, wir sieben. Zerstören wir den Schuh. Ja. Wir sieben. Man. Gegen den Rest der Welt. Komme, was da wolle. Mhm. Wir halten zusammen. Ich muss zurück zu meinen Eltern. Oh Mann, sogar ich habe ein bisschen Mitleid mit dir, Loser. Willst du nicht zurück zu deinen Eltern? Nein. Das ist ein bisschen die Motivation hinter diesem Typen. Ich möchte auf keinen Fall zurück zu meinen Eltern. Ich habe keine Eltern, die sind tot. Und mein Tim der Zauberer, mein Großvater, ist auch schon sehr alt. Ich habe ja also, schon Familie. Wenn ich den Schuh alleine nehme. Der Schuh wird uns immer verraten. Auch wenn er ihn wegbringt? Sie werden ihn fangen, sie werden ihn foltern und... Dann ziehen wir zur nächsten Insel. Er wird reden. Ich werde nicht reden, ich bin ein starker Charakter. Und wenn wir ihn vergessen lassen, woher er den Schuh hat? Tatsächlich könnte er das tun. Pass auf, das ist eine gute Idee. Ich kann nur eine Stunde vergessen. Naja, ein Tag. Ja, du kannst den ganzen Tag hier vergessen. Aber nee, das Vergessen wird nach einer Woche wieder. Ach, dann kommt es wieder. Ach, wieder auf. Mhm. Oh Gott, das heißt, er wird auch sich in wenigen Minuten an Dinge erinnern. Ja, das habe ich auch schon. Mhm. Du nimmst den Schuh und gehst alleine. Ich nehme den Schuh und gehe alleine. Magst du noch mal versuchen zu gucken, was passiert, wenn wir beide gehen? Kann das? Weiß ich nicht. Nee, kann nur was das geht nicht. Er kann nur was auf ihn selbst beziehen. Ich nehme den Schuh und gehe. Okay. Ich nehme den Schuh und gehe. Ich lass Fuchs treu gehen. Ja, wie würdest du da hinwegkommen? Mit dem Boot. Lass uns sein. Ja, du kannst unser Boot dann gehen wir schön in den Dschungel rein. Die hat ein Boot? Was? Ja, sie zeigen unten an die Küste und ihr seht, auf der anderen Seite liegt ein Boot. Ivy bleibt hier, wir brauchen kein Boot. Dann gehe ich. Und du willst alleine segeln? Ja. Weißt du überhaupt, wie man segelt? Ich nehme jetzt den Schuh und gehe. Na dann. Macht's gut. Leb wohl. Leb wohl. Ich. Drück nicht zu doll. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dir mitgehe oder nicht. Ich gehe jetzt. Ich gehe mit. Dann brauchst du... Wir gehen. Na dann, leb wohl. Soll ich euch Samson hier lassen? Nein, den brauchen wir. Der fällt doch gleich um. Ja. Nee, der hält noch ein bisschen. Sie reißen ihr Akademiewappen von ihrer Brust. Ja, ich mach's auch. Ich auch. Wisst ihr wie? Ja, Moment. Oh. Ja. Soll nicht so gut gehen. Weg mit der Scheiße! Statt ich bin der Scheiße. Wir reisen zurück. Ich bin der Scheiße! Das ist jetzt noch ein ganz neues Abenteuer dann? Ihr beiden geht also den Bergpfad herunter, der von euch wird. Na dann. Ich ziehe den Schuh auch an, damit ich ihn nicht tragen muss. Von mir aus. Ich hole meinen Schlafsack aus. Viel Spaß beim Segeln zu zweit, ohne Kenntnisse vom Segeln. Du musst jetzt gar nicht so gehässig sein. Also ich sterbe lieber hier in der Höhle als... Ja. Gut. Wir hauen jetzt ab. Mhm. Jawohl. Ciao. Wir steigen aufs Segelboot und segeln als davon. Ich dich noch also Segelboot, Ruderboot, oder? Nichts von Segel gesagt. Wir steigen aufs Boot und hauen ab. Habt ihr den Kompass oder also, so? Die beiden steigen den Berg ab und ihr seht, wie davon fahren. Kann ich noch den Steck von den Piraten haben? Ich wink dir so. Du warst mein bester Freund. Du warst mein einziger Freund. Und so bleiben Ivy und Bombastus mit den drei Studenten aus Myrapora zurück auf der Insel. Und Hortensia und Fuchstreu nehmen den Weg in den Horizont, um ihre weiteren Abenteuer zu erleben. Und damit endet dieses Abenteuer. Das war Tabor. Vielen Dank fürs Mitspielen. Was passiert denn jetzt da bei uns in der Schule? Wilde, wilde Abenteuer, die ihr noch erleben werdet. Und ja, vielen Dank fürs Mitspielen an meine Spieler. Vielen Dank, Hauke, Miri, Guna und Mara. Danke, Florentin. Dankeschön. Gerne. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Tabor. Ja, Leute, das war Tabor. Ich ziehe mich mal ein bisschen größer. Mal gucken, kriege ich das andere auch noch? Ach, ist egal. Ist egal. Das war Tabor. Mit mir quasi in der Retrospektive, ja, mit dem Dan, und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, und ich freue mich auch, wenn ihr euch die anderen Reactions anguckt zu Tears und so weiter, und es gibt auch noch ein paar GameTube-Sachen zu Fallout, also GameTube-Reactions, die auch super Pen and Paper spielen, und natürlich meine Let's Plays auf meinem Kanal. Es gibt eine Menge zu entdecken, und ja,
auch wenn es viel Kritik gab, es geht ja auch ein bisschen hierum zu sehen, wo gibt es Schwachstellen, was kann man verbessern. Und trotzdem, auch wenn es viel Kritikpunkte gibt, man kann immer Kritikpunkte finden und man sollte sich davon nicht entmutigen lassen. Und es war trotzdem eine schöne Runde und hat sehr, sehr viele Leute begeistert. Und diese Leute haben auch mit sehr, sehr großer Begeisterung dann Tabor 2 geschaut. Das auch rauskam, da kann ich jetzt schon mal spoilern, da wird Hauke nicht dabei sein, nicht weil er aus der Gruppe geflogen ist oder sonstige Dinge, sondern weil er einfach über diese ganze Corona-Zeit und so weiter, der ist dann mittlerweile nach Japan gezogen, nicht mehr nach Europa so einfach reisen konnte, Flüge sind gestrichen worden und so weiter und hier wurde dann ersetzt durch einen ganz, ganz fantastischen Spieler, der richtig, richtig viel besser auch in die Gruppe gepasst hat, die Figur, und da können wir uns drauf freuen. Ja, wie gesagt, ich gucke mir jetzt noch noch das Was wäre wenn mit euch zusammen an. Ich glaube, es gab eins in einem Moin Moin, wenn nicht, dann nicht. Aber was ich auf jeden Fall in Angriff nehmen werde, ist, dass ich jetzt die ganzen Episoden mir anschaue nochmal und also unten drunter in die Kommentare und da so ein paar Sachen, die ihr kritisiert habt, aufnehme und dann nochmal bespreche und ich hoffe, da kommen ein paar schöne Sachen bei raus und ja, ich danke an alle, die hier zugucken und vor allem halt auch die richtig viele Kommentare und Eindrücke mit uns teilen. Und das sind richtig, richtig tolle Analysen dabei, auch mit Zeitstempeln und allem drum dran. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Und ciao.